jetzt, dass wir vielleicht noch mal ganz kurz jetzt zur Ruhe kommen, uns ganz bewusst entscheiden, Jesus, ich möchte jetzt all das, was vielleicht noch in meinem Herzen Beschwerliches ist, jetzt dir geben, sagen, Jesus, ich bring dir das jetzt oder gebe dir das, was mich da vielleicht belastet vom Alltag her, wo vielleicht Fragen sind, wo vielleicht Spannungsfelder sind und du nicht weißt, wie das werden soll, gib's an Jesus ab. Gib's jetzt an Jesus ab. Ja, er hat einen Weg für dich. Vertraue ihm. Lass es los an ihn. Und ich segne uns, dass wir das jetzt schaffen, dass wir das loslassen können, was uns beschweren will, was uns unfrei macht. Und dass wir jetzt Freisetzung erfahren, sodass wir bereit sind, diese Botschaft zu empfangen, die du für jedes Einzelne bereitet hast heute Morgen. Und dass es das ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte einladen, es ist wichtig, dass wir können niemals alles von einer Predigt so letzten Endes behalten oder letzten Endes umsetzen, das geht gar nicht, sondern es geht immer darum, offen zu sein, Herr, was hast du für mich heute Morgen? Und es kann vielleicht eine Aussage sein, das kann vielleicht ein Begriff sein oder es kann etwas sein, wo du spürst, wow, das hat mich jetzt berührt. Und das nimm mit, bewahr es in deinem Herzen und dem spüre nach, das ist wichtig. Weil manchmal ist die Gefahr, dass wir immer meinen, wir müssten zu viel mitnehmen, das wird uns dann verzetteln oder erst gar nicht zur Umsetzung von irgendetwas kommen. Es gibt im Wort Gottes gibt's eine interessante Stelle, wo Jesus uns vorgestellt wird. Und das Thema heute ist berufen zum königlichen Priesterdienst. Ich denke, das wird auch wahrscheinlich eine Predigtreihe werden. Ich spüre, da ist sehr viel drin in diesem Thema. Und schreit einfach mal da aus heute Morgen, geh mal rein in dieses Thema mit euch und dann mal schauen, wie Gott dann weiterführt. Berufen zum königlichen Priesterdienst. Und da lesen wir jetzt mal die Stelle in Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Mich fasziniert eigentlich immer mehr, mit dem Hebräerbrief konnte ich viel früher gar nicht so viel anfangen. Ja, das war für mich so viel Verbindung zum Alten Testament, ja, als junger Christ. Aber je mehr ich heute so den Hebräerbrief lese und durchnehme, desto mehr berührt mich das, desto mehr merke ich, was da für eine Tiefe drin ist, eine Tiefe verborgen ist, die wir, die der Geist Gottes uns erschließen möchte. Lesen wir einmal Hebräer 1, 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, also Jesus Christus. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Entschuldigung. Jetzt muss ich doch ein Bonbon nehmen. Dieser ist die Ausstrahlung, also Jesus Christus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, also die Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens, also des Wesens des Vaters im Himmel oder eben des Wesens Gottes und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wie gesagt, was mich im Hebräerbrief fasziniert, ist, dass er das Neue mit dem Alten verbindet oder das Alte mit dem Neuen verbindet, den alten Bund mit dem neuen Bund verbindet. Es gibt ja heute sehr viele Christen, die sagen, das Alte Testament ist für uns nicht mehr wichtig. Das stimmt nicht. Was Gott im Alten Testament gesprochen hat, ist genauso wichtig wie das, was er im Neuen Testament gesprochen hat. Wenn Gott etwas gesprochen hat, dann ist es Tatsache und Wirklichkeit für alle Zeit.
Ja, Gott sagt nicht heute etwas und morgen sagt er etwas anders und widerspricht sich, sondern er ist ein Gott, der zu dem steht, was er sagt und der auch in Erfüllung bringt, was er gesagt hat und sagt. Ganz herzlichen Dank. Das ist ein Liebesdienst. Du hast jetzt den Segen eines Pastors. Das sagt die Bibel. Ja, wenn wir einem Propheten dienen, wenn wir ihm Wasser geben oder etwas zu essen, dann haben wir den Segen eines Propheten. Ja? Also ladet viele Propheten, Apostel, Hirten und Lehrer und Evangelisten ein, damit ihr viel Segen empfangt. Also hier wird Jesus Christus uns vorgestellt und ich finde es interessant, man muss sich ein Stück weit mit diesem Text mal auseinandersetzen, um rauszufinden, was ist hier überhaupt ausgesagt. Es wird hier Folgendes ausgesagt, dass Jesus Christus ist König, Priester und Prophet in einer Person. Das heißt, Prophet wird in diesem Text folgend beschrieben. Er hat in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Er hat reingesprochen. Jesus kam in diese Welt, hat reingesprochen in diese Welt. Er kam als Botschafter des Vaters in diese Welt, um uns zu erlösen. Aber er kam mit diesem prophetischen Auftrag, reinzusprechen in diese Welt. Ja, Dinge auch ins Dasein zu sprechen. Wenn wir überlegen, er hat viele Menschen geheilt, er hat viele Menschen befreit. Sein Wort hat Kraft, sein Wort hat Durchschlagkraft. Sein Wort, was er ausspricht, das geschieht. Was er gebietet, das steht da, sagt das Wort Gottes. Ja? Sein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert, es trennt. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil das hat auch etwas mit uns zu tun. Das werden wir nachher noch sehen. Er ist Priester, oder wir könnten auch sagen, der hohe Priester. Er hat die Reinigung von unseren Sünden vollbracht, steht in unserem Text im Hebräer 1 bis 3. Das zeigt eigentlich seine Priesterfunktion, sein Priesterdienst. Und dann, er ist König, er hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, er trägt alle Dinge. Das heißt, er herrscht über allem. Wenn wir auch von dieser Herrschaft noch gar nicht so viel mitbekommen, ja, Jesus wird wiederkommen und wir lesen das auch in der Offenbarung, im tausendjährigen Friedensreich wird er mit seiner Braut in dieser Welt herrschen, von Jerusalem aus. Ich weiß, das passt manche vielleicht nicht so. Ja. Manche haben ja andere Hauptstädte so gesetzt in dieser Welt, wo regiert wird. Aber Jesus, wenn er diese 1000 Jahre regieren wird auf dieser Erde, wo dann Friede sein wird, da wird er von Jerusalem herrschen. Und es wird dann das erfüllt, was im Wort Gottes verankert ist, dass Weisung ausgeht von Zion und das Wort unseres Herrn von Jerusalem. Das wird sich dann erfüllen. Also Jesus Christus ist König, Priester und Prophet. Gehen wir mal weiter. Was hat es überhaupt mit uns zu tun? Was hat es uns zu sagen? Jesus hat, als er in den Himmel gefahren ist, das lesen wir dann so in der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist vielleicht auch falsch ausgedrückt. Eigentlich sagt man oder man ist überzeugt, dass es so heißen müsste, die Geschichte des Heiligen Geistes. Ja, die Geschichte des Heiligen Geistes. Und wenn ihr die Apostelgeschichte lest, dann seht ihr, das ist eigentlich die Geschichte, wie der Geist Gottes Gemeinden aufbaut. Gemeinden gegründet werden durch die Apostel, ja, auf der Grundlage der Apostel und eben hier Gemeinden überall auf dieser Welt gegründet werden und ins Leben gerufen werden. Und Gemeinde, Braut Christi. Nicht jeder, der zur Gemeinde gehört, gehört zur Braut. Das ist wichtig auch zu erkennen. In der Gemeinde gibt es Schafe und Böcke.
Und Gott wird am Schluss trennen. Die Schafe sind Braut, die Böcke nicht. In der Gemeinde gibt es Weizen und Lolch. Der Weizen ist das Echte, der Lolch, man sagt auch Teufelsweizen dazu, das ist das Unechte. Also in der Gemeinde finden wir beides. Und Gott wird am Schluss dann trennen. Ja. Und deswegen ist so, das ist eine heilige Verpflichtung eigentlich unserem Jesus gegenüber, dass wir darauf achten, Herr, ich möchte zur Brautgemeinde dazugehören. Wir werden das heute Morgen noch ein bisschen so näher beleuchten, was das bedeutet. Eigentlich im Grunde genommen nur ein bisschen streifen, weil die Zeit wird eigentlich da nicht ausreichen, mal so in die Tiefe zu gehen. Aber hier an der Stelle ist wichtig, dass wir uns positionieren und sagen, Herr, es kostet einen Preis. Es hat dich alles gekostet, diesen Weg zu gehen. Und es wird auch uns alles kosten, diesen Weg zu gehen mit Jesus. Das ist kein Spaziergang, sondern es bedeutet, dass wir klar sind und dass wir da wirklich keine Kompromisse schließen, auch im Alltag. Keine Kompromisse schließen. Aber was hat es jetzt mit uns zu tun, dieses Prophet, Priester, König? Jesus hat uns gesetzt, dass wir als Gemeinde diesen prophetischen Dienst zur Entfaltung bringen, dass wir als Gemeinde den priesterlichen Dienst zur Entfaltung bringen und dass wir als Gemeinde den königlichen Dienst zur Entfaltung bringen. Ja, und das wird uns in nächster Zeit beschäftigen und heute in besonderem mal diesen Priesterdienst, diesen priesterlichen Dienst Jesu. Ich finde es ja interessant, ja. Es gibt ja im Neuen Testament das allgemeine Priestertum aller Glaubenden. Ja. Es gibt nicht dieses klerikale Priestertum, das wir von der Tradition her kennen, von der religiösen Tradition. Das ist Einrichtung von Menschen. Jeder Glaubende ist herausgefordert, ein Priester Gottes zu sein. Und das hat jetzt nichts mit Kutte zu tun, ja, sondern das ist eine Herzensdimension. Es ist eine Haltungsdimension. Das ist ein Dienst aus einer gesunden Herzenshaltung heraus, diesem Jesus Christus gegenüber. Jesus ist König, Priester und Prophet. Der Prophet verkündet und erklärt. Der Priester versöhnt und tröstet. Das ist seine Aufgabe. Und der König erherrscht. Ja. Und das ist interessant. Also das sind ganz interessante Themen. Was heißt es? Wie sieht es aus, wenn wir prophetisch als Gemeinde unterwegs sind? Ja, als dass wir Verkündiger sind. Nicht nur der Pastor am Sonntag oder ein paar Geistliche, die da in der Gemeinde eben so vorangehen, dass die dann da vorne stehen und verkündigen. Jeder von uns, da wo du gehst und stehst, ist herausgefordert, hier dieser Prophet, also nicht Prophet zu sein, aber diese prophetische Dimension, diesen prophetischen Dienst zu leben und zur Entfaltung zu bringen. Wie gesagt, das muss noch erläutert werden. Wir sind heute bei dem Thema Priester. Das wird uns heute beschäftigen. Der Priester versöhnt und tröstet. Im Neuen Testament, Petrus greift dieses Thema auf im 1. Petrus 2, Vers 9. Er sagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Hier finden wir diesen Dreiklang wieder. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt. König, königlich, Priester und Verkündiger. Prophet. König, Priester und Prophet.
Wir finden hier das als unsere Berufung, sagt der Petrus. Das ist deine und meine Berufung. Eben hier, wir sind Abbilder von Jesus hier auf dieser Erde. Er hat uns gesetzt und eben nicht nur gesetzt, dass wir hier halt warten, bis er wiederkommt, sondern wir haben hier einen Auftrag, eine Berufung, nämlich diese königliche, priesterliche und prophetische Dimension zur Entfaltung zu bringen. Gehen wir mal so in dieses Priesterliche rein heute Morgen. Unser priesterlicher Auftrag finden wir in Hebräer 10, 19 bis 20. Wir haben nun, liebe Schwestern und Brüder, durch das Blut von Jesus diese Zuversicht, dass wir ungehindert in die heilige Gegenwart Gottes eintreten können. Diese Möglichkeit hat er uns eröffnet als einen ganz neuen, lebendigen Weg. Ja, das ist eine offene Tür, die Gott aufgeschlossen hat. Wo bewegen wir uns im Alltag? Sind wir mehr auf Erden oder sind wir mehr im Himmel? Du kannst auf der Erde, kannst du sein, gegenwärtig sein und trotzdem im Himmel verankert sein. Kennst du das? Oder ist dir das fern? Diese Verbindung zu Jesus, diese Verankerung in ihm. Er sagt, er hat einen Weg gebahnt in das himmlische Allerheiligste. Ja, ich glaube, wir haben da manches eben auch ein Stück weit falsch verstanden oder wird auch teilweise ein Stück einseitig verkündet. Wir warten ja alle gerne, ja, wenn wir es überhaupt tun, wir warten gerne auf die Ewigkeit, wenn mal Jesus wiederkommt. Haben wir das überhaupt noch auf dem Schirm? Das ist wichtig. Aber wie gesagt, nicht nur, wenn man älter wird, sondern auch, wenn man jung ist, kann man das schon auf dem Schirm haben. Nicht, weil man lebensmüde ist, sondern weil man letzten Endes die Sehnsucht hat nach diesem Jesus. Ja? Und es geht darum, dass wir uns in seiner Gegenwart bewegen, dass wir da zu Hause sind, dass wir wissen, wer Jesus ist, dass wir von ihm empfangen, dass er zu uns reden kann, dass wir ihn hören. Ich habe das immer wieder erlebt, dass Christen kommen und sagen, ich höre Gott nicht, ich kann Gott nicht hören. Natürlich höre ich Gott auch nicht unbedingt so wie jetzt, wenn der Reinhold zu mir spricht. Ja, sondern es sind einfach Gedanken, Impulse, die er gibt. Ja, das sind vielleicht auch Träume, die er schenkt. Gott wirkt vielfältig. Aber wichtig ist, dass wir uns ausrichten, dass wir uns ausstrecken. Es wird in deiner Beziehung zu Gott nur so viel laufen, wie du offen bist dafür. Sonst läuft da nichts. Das ist wie in deiner Ehe auch. Sprich mal wieder mit deiner Frau. Sprich mal wieder mit deinem Mann. Bedank dich mal wieder. Wann hast du dich das letzte Mal fürs Essen bedankt? Gestern Abend hat es was Gutes gegeben. Dass wir einfach hier diese Sehnsucht haben. Haben wir noch Sehnsucht nach Jesus? Die Bibel sagt, ihr habt die erste Liebe verlassen zu der Epheser-Gemeinde. Es passiert so schnell, dass wir die erste Liebe verlassen, dass Jesus eben nicht mehr an erster Stelle ist, dass da andere Dinge sich reindrücken, ja, zwischen uns und Jesus. Das passiert so schnell, weil da gibt es so viele Angebote in dieser Welt. Ja. Wir haben einen freien Zugang zu diesem Thron der Gnade Gottes. Da ist ein Vater. Und ich finde es wichtig, dass wir das lernen. Ich mache das ganz bewusst immer so, dass wenn ich mit Gott einfach im Gespräch bin, ja, ich habe das ja immer wieder erwähnt, ja, dass ich mich dann selber zurücknehmen muss. Ja, man hat ja immer sehr viel zu sagen, Gott. Ja. Das Problem ist das, dass wir, da werden wir aber noch dazukommen, an einer anderen Stelle, dass wir oft auch lernen müssen, wie man betet. Es heißt im Wort Gottes, plappert nicht wie die Heiden, macht nicht viele Worte. Und wenn ich mein Gebet, es ist wichtig, dass ich mein
Gebet auch beobachte. Was bete ich? Wie bete ich? Wie betet man als König? Als Königskind? Wie betet man als Königskind, als königlicher Priester? Wie betet man da? Ja, da kommen wir dann noch drauf. Es ist wichtig, dass wir uns da Gedanken machen. Ich muss Gott nicht sagen, wie es mir geht. Das weiß er schon lange. Hallo? Wir erklären Gott immer so viel und sagen, was er eigentlich schon lange weiß. Hallo? Genauso sagen wir ihm immer gerne, was er zu tun hat und zu lassen hat. Oder? Und er macht es ja doch anders. Ja, manchmal stimmt es auch überein. Manchmal. Stehen wir? Wo ist diese Vertrautheit, dieses Vertrauen, dieses Jesus, du kennst mich, du weißt um mich, du weißt um mein Herz. Jesus kennt mich besser, als ich mich kenne. Jesus kennt dich besser, als du dich selbst kennst. Und stell doch mal Jesus die Frage, Jesus, wie siehst du mich? Manchmal komme ich da sehr gut weg, weil Gott in seiner Gnade mir seine Liebe zufließen lässt. Und manchmal, wenn dann so eine Erziehungstime ist, Gottes, wo er mich herausfordert, da komme ich dann manchmal nicht so gut weg. Da kann dann sein, dass Gott mir sagt, hey, du bist jetzt stolz. Das höre ich aber nicht so gerne. Kennt ihr das? Vertrautheit mit Gott. Also nicht, dass ihr stolz seid, das würde ich euch nie unterstellen. Kennen wir das, diese Vertrautheit mit Jesus? Das ist das, wonach er sich sehnt. Jesus sagt, als er über Jerusalem steht, ich wollte euch sammeln wie eine Henne ihre Küken. Ich wollte euch sammeln unter meine Fittiche. Ich wollte euch in diese Geborgenheit von mir hineinnehmen. Ich wollte euch dienen. Ja? Ich wollte euch letzten Endes aufbauen, aufrichten. Ja? Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Das heißt, es passiert immer das, was wir wollen oder nicht wollen. In der Beziehung mit Jesus. Also wenn wir mit dem zufrieden sind, was wir haben, wird es auch nicht mehr geben. Wenn wir aber sagen, Herr, ich will alles. Also da dürfen wir egoistisch sein. Herr, also nichts Halbes, sondern nur ganz, ganz, ganz. Also wenn ich dich haben darf, dann will ich dich ganz. Ganz, ganz. Und da gibt es noch so vieles zu entdecken, Herr. So vieles, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in keines Menschen Herzen gekommen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Wow, da ist also noch ein ganzer Pool bereitet, den wir entdecken dürfen und kennenlernen dürfen. Er hat diesen Weg frei gemacht. Er hat diesen Weg frei gemacht. Da ist ein Vater, der wartet, bis wir in seine Arme kommen, der wartet, bis wir in seine Gegenwart hineinkommen. Ich hatte vor kurzem eine Begegnung mit Gott. Ich plaudere da einfach mal so, ja, ungeschminkt. Jetzt kann natürlich jemand sein, ich weiß natürlich, wenn jetzt hier ein Psychiater wäre, der würde sagen, ja, irgendwie muss man den ermutigen, vielleicht sich untersuchen zu lassen. Ja? Es war mir wichtig, Herr, ich möchte, das frage ich immer wieder, Herr, was ist auf deinem Herzen? Was ist auf deinem Herzen? Was bewegt dich in der Beziehung zu mir, in der Beziehung zur Gemeinde hier? Was bewegt dich? Ja, das ist so wichtig. Und wie gesagt, vor kurzem war so die Frage, Herr, wie siehst du, was hast du für mich auf deinem Herzen? Und dann sah ich so im Geist, ja, ich hatte plötzlich so ein Bild vor Augen. Ich habe zwar die Augen offen gehabt, ja, war so ein Gebetsspaziergang, Augen offen, ja, weil es ist nicht so gut, wenn man da die Augen geschlossen hält.
man könnte einen Baum knallen und so weiter. Augen offen, aber so im Geist. Ich hatte plötzlich ein Bild da, mein Kopf liegt auf dem Schoß, also ich befinde mich in diesem Raum, in diesem Gnadenraum Gottes, ja? Dieser freie Zugang zum Thron der Gnade. Ich befinde mich in diesem Raum, ich bin da und habe meinen Kopf einfach auf seinen Schoß gelegt. Knie da, mein Kopf auf seinem Schoß. Und dann habe ich gespürt, wie Tränen, ja, dem Herrn Tränen flossen, Tränen. Und dann habe ich gespürt in meinem Innern so eine Traurigkeit von Jesus, dass er so eine Sehnsucht hat nach uns als seinen Kindern, dass er sich nach uns sehnt. Und zuerst einmal gar nicht so sehr, dass wir da was machen. Hallo, wir sind ja immer so Macher vor dem Herrn. Ich kenne das auch in meinem Leben, bin ja immerhin Schwabe. So Macher vor dem Herrn. Nein, vor dem Herrn einmal stille zu werden. Stille zu werden, nichts zu machen. Nichts zu machen. Kennt ihr das als Ehepaare? Ihr sitzt nebeneinander und genießt einander, ohne dass ihr was sagt. Wow. Wow. Fühlt sich gut an. Den anderen genießen, ohne dass man jetzt eine Lobpreis-Session einwerfen muss. Ohne dass man jetzt wieder irgendwie da am, ohne Ende, ja, wie eine Schallplatte, die festgefahren ist oder hängen geblieben ist, dann irgendwie so ein Gebetsritual, Rituale runterlaufen lässt. Ich überziehe es mal ein bisschen. Nein, einfach mal stille werden vor diesem Gott. Hey, der hat doch alles im Griff. Wir können doch loslassen. Hallo? Wir können loslassen. Und da wirklich, und dann wurde ich hineingenommen in diese Traurigkeit von Jesus, diese Traurigkeit. Er sehnt sich nach seinen Kindern, aber die sind so beschäftigt, so beschäftigt, so beschäftigt, so umtriebig, so getrieben. Ja, und dabei geht ihnen so vieles geflöten. So vieles. Warum? Weil er eigentlich austeilen will. Er will zur Ruhe bringen. Er will austeilen aus seinem Herzen, aus seiner Fülle. Uns zur Ruhe bringen, uns trösten, uns aufrichten. Aber in unserem Machen sind wir oft gar nicht offen dafür. So ein bisschen Einblicke mal. Ich sage jetzt nicht mehr aus dieser Session der Begegnung mit Gott. Das reicht mal. Einfach so ein bisschen auf Schwäbisch ein Geschmäckle zu bekommen für diese Dimension. 3. Mose 8. Das ist interessant. Wenn wir uns einlassen auf diesen Priesterdienst Gottes, zu dem er uns berufen hat, dann ist es eine heavy Geschichte. Ich möchte uns da mal ganz kurz noch reinnehmen ins Alte Testament, 3. Mose 8, 16 bis 17. Da geht's um die Einsetzung von Aaron, dem Hohepriester damals, und all diese Priester, seinen Dienern oder Mitdienern, seine Kinder wurden da auch mit eingesetzt und so weiter. Und da lesen wir Folgendes. So, dann nahm er alles Fett, also Mose nahm alles Fett an den Eingeweiden und den Leberlappen und die beiden Nieren mit dem Fett daran, und Mose ließ es auf dem Altar in Rauch aufgehen. Aber den Jungstier samt seiner Haut und seinem Fleisch und Unrat verbrannte er mit Feuer außerhalb des Lagers, so wie der Herr es Mose geboten hatte. Fällt euch da was auf? Ist interessant. Das, was uns wichtig ist, wisst ihr, was ich jetzt genommen hätte? Ich hätte das Fell von dem Stier genommen, also ja, das Leder. Das ist wertvoll, das ist wichtig, ist gut, kann man brauchen. Das hätte ich genommen und das Fleisch. Ja, so ein Steak. Das ist echt eine coole Sache. Ja, ein gebratenes Steak. Das hätte ich genommen. Und wisst ihr, was damit geschehen ist? Das wurde verbrannt. Mit dem Mist.
Eigentlich sagt Gott damit, hey, das ist das Äußere, das, was euch so wichtig erscheint als Menschen, ist für mich nicht mehr als Mist. Wir können Gott mit unserem Äußeren nicht beeindrucken. Ich kann Gott mit dem Äußeren, wie ich mich hier darstelle als Prediger, nicht beeindrucken. Wir können Gott nicht abspeisen mit unserem Äußeren. Aber das Äußere ist uns oft so wichtig und erscheint so wichtig, wie ich vor anderen dastehe, wie ich ankomme, dass mich ja alle bejahen. Das Äußere, das ist für Gott Mist. Das ist alles Mist für Gott. Das ist, taugt nichts. Es hat keinen Bestand. Wow. Und wisst ihr, was vor Gott Bestand hat? Wir haben es gelesen. Das Fett. Das Fett. Die Innereien. Nicht alle Innereien, aber ein Teil der Innereien. Das Innere ist Gott wichtig. Das Innere. Die Haltung deines Herzens. Die Motivation deines Herzens. Die Beweggründe deines Herzens. Das ist Gott wichtig. Alles andere ist Mist. Taugt nichts. Versteht ihr? Jetzt spüren wir so eine Heiligkeit, kommt da rein in diesen Priesterdienst. Da kann ich einfach nicht so salopp dann reintreten und sagen, ja, hier bin ich jetzt, ja, Herr. Jetzt bist ja mein Kumpel. Man kann immer von zwei Seiten vom Pferd fallen. Aber wir spüren hier etwas von dieser Ernsthaftigkeit. Diese Ernsthaftigkeit. Herr, ich will in Ernsthaftigkeit diesen Dienst tun vor dir. Gott hat dich gesetzt als Priester, lieber Bruder. Gott hat dich gesetzt als Priester für deine Familie. Er hat auch die Frau als Priesterin gesetzt. Aber es ist Gott wichtig, dass du vorangehst als Mann. Es ist Gott wichtig, dass du in der richtigen Haltung diesen Dienst tust und nicht in der falschen Haltung. Genauso den Frauen oder Schwestern gilt das Gleiche. Die Haltung des Herzens ist wichtig und wesentlich. Weil das andere, auf das kommt es nicht an. Wenn wir einmal vor Gott stehen in der Ewigkeit, dann zählen diese inneren Dinge, die zählen. Die sind dann wesentlich und wichtig. Das andere, das ist überhaupt nicht wichtig. In Hebräer 10, 22 heißt, so lasst uns hinzutreten mit einem wahrhaftigen, könnt auch übersetzen, aufrichtigen, echten, ungeheuchelten Herzen. Das ist genau die Haltung, um die es geht. Ja, ich kann euch sonntags eine tolle Predigt geben. Kann ich. Aber das beeindruckt Gott nicht. Gott will wissen, wie ich mit meiner Frau umgehe, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich mit meinen Enkeln umgehe, wie ich mit meiner Nachbarschaft umgehe. Ja. Wie ich mit dem umgehe, der mir das Leben schwer macht. Versteht ihr? Das will Gott wissen. Das will Gott wissen. Das Äußere, das ist Mist. Das ist ihm ein Gräuel. Das Innere ist das Wesentliche und das Wichtige. Also lasst uns da prüfen. Und ich glaube, dass da einfach auch in der deutschen Gemeinde Jesu, und ich möchte einfach da mal in Deutschland bleiben, die deutsche Gemeinde Jesu einen Paradigmenwechsel braucht. Ich glaube, dass wir ein Umdenken brauchen hier an der Stelle, dass wir da wirklich nochmal viel ernsthafter in der Nachfolge mit Jesus unterwegs sind. Stefan Vater, ich bin schon zu weit, Stefan Vater, der ist ein
sehr interessante Persönlichkeit. Die Gemeindeleitung von hier vor meiner Zeit war mit ihm einmal im Gespräch. Er war da als Gemeindeberater tätig. Stefan Vater ist in Kempten, hat eine Gemeinde und ist auch in Beratung, in Gemeindeberatung tätig. Und er hat verschiedene Bücher auch geschrieben und in einem Buch, da möchte ich zitieren, Stefan Vater schreibt über seine Gemeindeberatungserfahrungen Folgendes. Und er spricht da aus, wie gesagt, aus der Praxis. Nicht wenige Gemeinden gleichen gestörten Familien, in denen ungezogene Kinder die Familienkultur bestimmen. Eine Atmosphäre geistlicher Unsicherheit herrscht vor. Konflikte werden besprochen, aber nicht gelöst. Unter dem Deckmantel falsch verstandener Liebe regiert ethische Beliebigkeit und biblische Orientierungslosigkeit. Dann sagt er weiter, andere Gemeinden gleichen Familien mit strikten Regeln. Im Namen der Wahrheit bestimmen strenge Vorgaben, wie man zu denken, zu fühlen und sich zu benehmen hat. Gebote Gottes werden sehr eigenwillig ausgelegt und in Lebensformen gegossen, in denen nur schwer etwas von der Freude des Evangeliums zu ahnen ist. Spürt ihr das? Da ist eben so dieses Spannungsfeld. Da ist diese Seite, wo man vom Pferd fällt, und die Seite, wo man vom Pferd fällt, die gesetzliche Seite, ja, diese Normseite. Alles wird vorgegeben, so hat man zu sein. Ja. Und eben diese Freiheitsseite, wo Freiheit missbraucht wird, ja, von unseren selbstsüchtigen Haltungen. Beide gestörte Familienarten haben eins gemein: das Fehlen geistlicher Vaterschaft. Und da kommen wir zum Zentrum von dieser geistlichen Priesterschaft, von diesem geistlichen Priesterdienst, zu dem Jesus uns beruft. Es geht um eine geistliche Vaterschaft. Paulus sagt, ihr habt viele Zuchtmeister, aber wenig Väter. Paulus war solch ein geistlicher Vater, der hier wirklich seinen Kindern gedient hat. Und hier kommen wir an ein Thema, wo vielleicht noch mal viel tiefer verwoben ist mit unserem Dasein, als wir vielleicht erahnen. Das heißt, es geht um die Versöhnung. Priesterdienst ist ein Versöhnungsdienst. Ich kann aber nur andere mit Gott zur Versöhnung bringen, sei es in der Seelsorge oder im Predigtdienst, wo ich gehe und stehe, oder im Alltag. Ich kann nur andere in diesem Versöhnungsdienst anleiten und in diesem Versöhntsein mit Gott freisetzen, wenn ich selbst versöhnt bin. Es funktioniert sonst nicht. Könnte das der Grund sein, warum Gemeinde Jesu so schwach dasteht, oft so kraftlos ist, so wirkungslos, dass es an dieser geistlichen Vaterschaft fehlt? Ich möchte es nochmal verdeutlichen. Es geht darum, dass wir uns versöhnen mit Gott, mit diesem himmlischen Vater, mit diesem himmlischen Papa. Bist du versöhnt mit diesem Papa? Ist er dir Papa oder ist er dir eben so weit entfernt, dass du sagst, ah ja, Jesus, ja, ich habe das immer wieder in der Seelsorge erlebt, zu Jesus, ja, zu diesem älteren Bruder, das ist kein Problem. Aber dieser Vater, das hängt dann mit der eigenen Geschichte zusammen, mit der eigenen Vatergeschichte. Wenn die belastet ist, dann wird es übertragen auf Gott Vater. Und dann ist diese Vaterbeziehung auch belastet. Ja. Und ich habe das so häufig erlebt, auch im eigenen Leben. Ja? Versöhnt mit diesem Vater, versöhnt mit diesem Vater, das ist so wichtig, weil sonst ist die Gefahr, dass wir bockig sind, bockige Kinder Gottes, ja? Oder gesetzliche, rebellische oder gesetzliche. Ja? Das ist wie in einer Familie auch, wo die Vaterbeziehung nicht stimmt, wo die Elternbeziehung nicht stimmt, wo das falsch gelebt wird, wo das nicht gesund gelebt wird. Ja? Hast du Kinder, die rebellisch sind oder eben überangepasst? Ja?
Und so ist in der Gemeinde Jesu auch. Das heißt, hier an der Stelle, ich will ein geistlicher Vater werden. Das ist die Herausforderung, ein geistlicher Vater zu werden. Das kann ich aber nur, wenn ich mich versöhne mit meinem himmlischen Vater. Und es beginnt damit, dass du mal anschaust, was steht zwischen dir und diesem Vater. Welche Erfahrung? Und ich sage dir eines, dieser Vater im Himmel ist anders als sein Botenpersonal. Gott, Lob und Dank. Ja, er ist anders. Er ist so viel anders. Ja, und es braucht dieses Heimkommen zu diesem Vater, dieses Ankommen bei diesem Vater, dieses zur Ruhe kommen bei diesem Vater, dieses verankert werden in diesem Vater. Dann können wir geistlich Vater und Mutterschaft leben, wie Gott es für uns gedacht hat. Und dann wird unser Dienst, unser Sein freisetzend sein, einladend sein. Dann wird unser Dienst und unser Sein wird etwas Gesundes hervorbringen. Denn Bockige bringen nur Bockige hervor. Und Gesetzliche bringen Gesetzliche hervor. Wir entscheiden, ich habe dieses Bild ganz bewusst gewählt, dieser verlorene Sohn, der heimkommt zum Vater. Ja, der heimgebliebene Sohn, dem ist das entgangen. Dem ist das entgangen. Der ist nie, oder wir wissen ja nicht, wie die Geschichte dann weitergeht, das ist ein Gleichnis. Aber dieser daheimgebliebene Sohn, an dem ist diese Vaterschaft vorbeigegangen. Er hat diese Vaterschaft ganz falsch interpretiert, ganz falsch verstanden. Und so glaube ich, dass auch heute so viele Christen diese Vaterschaft Gottes ganz falsch verstehen, blind sind. Ja, sie kennen ihn zwar, aber nicht wirklich. Ich möchte uns zum Schluss noch in zwei Erlebnisse reinführen oder aufzeigen, die uns von Paulus wiedergegeben sind, der ein geistlicher Vater war. Und eine Stelle finden wir in Apostelgeschichte 20, 31. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Wow, stell dir doch mal vor, 3 Jahre lang Tag und Nacht Christen zu ermahnen. Das ist anstrengend, oder? Das ist Vaterschaft. Es ist Vaterschaft. Es geht nicht nur darum, ah, du bist ein toller Christ, du bist super, du bist toll unterwegs und so weiter. Nein, der hat ihnen nicht der Honig um den Mund geschmiert. Ja, entschuldigt den Begriff Honig. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat sie herausgefordert. Er hat sie herausgefordert. Sie herausgefordert. Dann die zweite Stelle, Galater 4, 19 bis 20. Meine Kinder, ich leide noch einmal Geburtswehen um euch, bis Christus in eurer Mitte Gestalt angenommen hat. Könnte ich nur bei euch sein und so zu euch reden, dass es euch ins Herz dringt. Ich bin ratlos. Ein Paulus sagt es. Stellt euch vor, ein Paulus sagt es. Ich bin ratlos. Wenn der schon ratlos ist, ermutigt mich eigentlich. Ich bin ratlos, was ich mit euch machen soll. Versteht ihr? Wir spüren da etwas von diesem Vaterherzen. Von diesem Vaterherzen. Von diesem Vaterherzen. Es braucht diese geistlichen Vater, Väter und Mütter, die nicht sagen, alles ist toll, alles ist gut. Es ist nicht alles toll und gut. Hallo, das ist eine Lüge des Teufels. Ja? Es ist auch nicht alles toll und gut in meinem Leben. Hallo? Und auch nicht in deinem Leben. Wenn du meinst, es ist alles toll und gut, dann lebst du noch in der Täuschung und Lüge. Das sind Dinge, an die Gott ran will in unserem Leben. Da will Gott ran und will Veränderung wirken. Er will an unser Eingemachtes, nicht um uns fertig zu machen, sondern um uns freizusetzen. Halleluja. Ich höre jetzt auf, weil ich merke, ihr habt jetzt genug gehört. Dann schwatzt zu viel.
Ich möchte gerne noch beten und ich möchte das Lobpreisteam nach vorne bitten. Und lasst uns diese Zeit jetzt nutzen noch, wo wir einfach Gott Antwort geben, wo wir drauf eingehen. Ja, vielleicht noch eine Sache. Es war in meinem Leben, ich habe immer in meinem Leben nach geistlichen Vätern Ausschau gehalten. Ich habe viele Zuchtmeister gehabt, viele Zuchtmeister erlebt. Aber geistliche Väter waren da so wenig, so wenig, so wenig, so wenig. Ja. Aber, wisst ihr, was Gott hat Gnade gegeben. Ich habe dann eines Tages angefangen zu beten, als junger Christ schon. Herr, wenn ich merke, dass da so wenig geistliche Väter sind auf dieser Welt, oder zumindest in meinem Umfeld, ja, dann möchte ich darum bitten, Herr, lass mich da hineinwachsen, dass ich ein geistlicher Vater werde. Dass ich ein geistlicher Vater werde. Ich möchte von dir lernen, Vater im Himmel, was es heißt, geistlich Vater zu werden. Gott hat mich gesegnet mit 5 Töchtern, mit, jetzt muss ich zählen, 8. Das 8. Enkel ist unterwegs. Ja, irgendwann überfordert es mich dann, ja, mit dem Zählen. Versteht ihr, Gott hat mich gesegnet, aber wisst ihr was? Es hat einen Preis gekostet. Wenn Gott uns in die Schule nimmt, an den eigenen Kindern geistlich Vaterschaft zu lernen, und ich muss so ehrlich sagen, ich habe manches verbockt. Ich habe manches falsch gemacht. Ja? Es ist nicht alles gut gelaufen im Hause Martini. Hallo? Ja. Aber Gott ist gnädig. Und Gott ist mit uns auf dem Weg und ich möchte uns einladen zu dieser geistlichen Vaterschaft. Triff heute Morgen eine Entscheidung. Ich möchte in diese geistliche Vaterschaft reinkommen. Ich möchte mich da hinein, ich möchte mich einlassen und ich möchte mich versöhnen mit diesem himmlischen Vater. Also wenn da irgendwas ist in deinem Leben, dann komm nach vorne, mach das heute fest und lass dich freisetzen von dem, was zwischen dir und diesem Vater steht und dich hindert, in diese geistliche Vater- und Mutterschaft zu kommen. Ich segne uns jetzt, Jesus, in deinem Namen, dass das hervorkommt, was heute Morgen ausgesprochen wurde. Amen.